Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Vassilios Lambropoulos. Eduard Löwen. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Jetzt kommt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Kann er was draus machen? Ja, energischer Vorstoß. Gibt Einwurf. Das ist Abseits, klar. Sie spielen den Pass, obwohl sie doch eigentlich sehen, dass da jemand im Abseits steht. Kann dem Trainerteam auch nicht gefallen. Das war unüberlegt, das war überhastet. Einwurf jetzt. Lucia. Das könnte gefährlich werden. Die Chance muss flanken. Geht dazwischen und hat den Ball. Er geht schön dazwischen. Eggestein verliert den Ball. Erstmal dazwischen gegangen hier. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Eduard Löwen. Oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Höfler. Kübler. Klasse Pass. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Ja, sie können erstmal klären. Gute Aktion. Ein guter Doppelpass. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Eduard Löwen. Könnte was werden. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Polter. Sie sind da, Ball wird geblockt. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Ball ist weg. Super Pass. Er macht das Spiel schnell. Was für eine Parade. Riesenszene, ganz stark gemacht. Ja.
So, Ecke kommt. Drin das Ding. Abgefällt vom Verteidiger. Da kann man dem Keeper keinen Vorwurf machen. Der Ball wird abgefälscht. Sehen wir hier nochmal ganz deutlich in der Wiederholung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Eggestein. Griffo. Höfler. Philipp Lienhardt. Da ist der Ball weg. Oh, viel Platz jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das ist Wahnsinn! Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen sie hier aufpassen, dass ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind sie jedenfalls geschockt. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2-0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Der kann definitiv mehr, er kommt nicht so richtig zum Abschluss, hat es richtig schwer in diesem Spiel. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Günther. Griffo. Außen ist Platz. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Vorne jetzt die Balleroberung. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Maximilian Eggestein. Gibt hier doch noch Freistoß, da hat er erst weiterlaufen lassen, aber es ergab sich keine richtige Gelegenheit. Eduard Löwen. Sie lassen sie kommen, das kann natürlich auch mal schief gehen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Gefährlich! Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Vassilios Lambropoulos. Stafelidis. Danilo Soares. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Auf Außen ist Platz. Da kommt die Hereingabe. Abgefangen, auch wenn das natürlich letztlich kein großes Problem war. Vassilios Lambropoulos. Stafelidis. Eduard Löwen. Elvis Redzepi. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben.
Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Chance zur Flanke jetzt. Da muss er aufpassen. Kübler. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da passt er auf. Schöne Aktion. So, was machen sie draus? Super rausgeholt, den Kopfball. Lucia. Tja, ich glaube, das könnte Gelb geben. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Das war nicht regelkonform. Richtige Entscheidung der Schiedsrichterin. Jetzt kommt hier der Wechsel. Nicht mehr auf dem Platz, die Nummer 27, Nicolas Höfler. Polter. Die Nummer 19, Yannick Haber. Lucia. Und jetzt ein Schuss. Drüber, Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Griffo. Nicht gut vom Verteidiger. So, kurz vor Schluss. Doch noch mal die Chance. Es gibt Elfmeter. Wenn sie jetzt verkürzen, dann ist noch was möglich. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Sie wechseln jetzt. Das könnte der späte Anschlusstreffer werden. Oh, da trifft er die Latte. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg, auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Sie waren die eindeutig bessere Mannschaft.